Für diese Ausstellung haben wir den großen Raum in eine Bahnhofshalle verwandelt. Darin stehen 4 Züge, jeder mit einer eigenen Farbe, zu den 4 Themen der Ausstellung. Das ist Industriedesign, Architektur, die visuelle Kommunikation und das Netzwerk, also die SBB als System, in dem all die verschiedenen Teile und Objekte zusammenkommen. In den einzelnen Teilen kann man eine ganze Reihe von Designklassikern entdecken. Dazu gehört sicher die Bahnhofsuhr von Hans Hilfiger, aber auch die rote Zugführertasche, bei der man gar nicht weiß, wer sie entworfen hat. Wichtige Plakate, die oft auch mit Humor arbeiten. Wichtige Bauten wie den Hauptbahnhof Zürich oder den Bahnhof Stadelhofen. Das Erstlingswerk von Santiago Calatrava, als damals noch wenig bekannter junger Architekt und Ingenieur. Die SBB haben auch Dinge gestaltet, die man nicht greifen kann, die keine Form, keine Farbe, keine Konstruktion haben. Das Wichtigste ist sicher der Taktfahrplan, dass also seit 1982 alle Züge, auch alle Postautos, nach einem fixen Fahrplan fahren und dadurch das Reisen sehr, sehr viel angenehmer und einfacher geworden ist. Diese Vereinfachung hat auch dazu geführt, dass die Verkehrsdichte sehr hoch ist auf dem Schweizer Bahnnetz. Und man kann zu Recht sagen, die Schweizer sind Europameister, wenn auch nur im Zugfahren, aber dort auf jeden Fall.